herzlich willkommen zurück bei Brothers, A Tale of Two Sons. In der letzten Folge wurde unser großer Bruder Maya verwundet von dieser blöden Spinnenfrau. Und wir müssen jetzt also, wir sind hier am Baum des Lebens oder was auch immer und müssen also das Gegenmittel für unseren Vater suchen. Und vielleicht können wir ja damit auch Maya retten. Das wäre natürlich richtig geil. Aber werden wir jetzt sehen. Wir müssen hier erstmal hoch. Uiuiui. Und so hundertprozentig weiß ich auch noch nicht, was wir hier genau suchen. Das steht zwar auf diesem Plan drauf, aber ich weiß es nicht. Es muss ein Jahrtausende alter Baum sein. So groß wie der ist. Und vor allem ist er mitten im Nichts, selbst unter uns sind Sterne. Das heißt, irgendwie fliegt das ganze Ding hier rum. Jetzt mal hochklettern, ich vermute mal. Oh, Vogelnest, ganz böse. Aber alles nochmal gut gegangen. Oh, das sieht nach dem Ziel aus. Das sieht nach einem Ziel aus. Das Heilwasser. Jetzt verstehe ich. Und mit der Flasche, die uns Maya im letzten Part gegeben hat, sollten wir dann damit das Zeug mit runternehmen. Passiert doch bestimmt noch mal was. Kann es das jetzt schon gewesen sein? Ist hier keine Wache oder irgendwie sowas, die uns aufhalten will? Ne, der ist aber mutig. Hui! So, mit dem Wasser könnten wir jetzt natürlich Maya... Ich wusste schon, warum ich keine Webcam eingebaut habe.
schön. Also nicht schön, aber es ist eins der ersten Spiele, die mich so richtig zum Pipi in die Augen machen kriegen. Was bei mir eigentlich relativ schnell geht, aber bei Spielen nicht so unbedingt. Und ich kann jetzt auch eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Aber ich habe ehrlich gesagt schon damit gerechnet. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass jetzt irgendwas passiert. Ich meine, er wird jetzt begraben unter dem Baum des Lebens. Irgendwas wird noch passieren, hoffe ich sehr stark. Weil muss er sich mal ein bisschen beeilen, sonst hat er seinen Vater auch bald verloren. Boah, das Geschluchze, ey. So, jetzt müssen wir das natürlich hier auch zugraben wieder. Aber wenigstens ist es ein schöner Ort für ein Grab. So, letzter Haufen. Damit wäre das Grab zu. Das ist jetzt die gleiche wie vom Anfang? Wenn ja, haben wir ja praktisch Hoffnung. Oh, bitte hab noch was in deiner Flasche drin für deinen Vater. Das wäre jetzt echt mega kacke. Boah, vibriert der einfach, der Sack. Regen ist gar nicht gut, wenn ich das mal so sagen darf. Das kündigt immer was Blödes an. Aber die Lichter brennen. Alles gut, alles gut. Was heißt alles gut? Unser Bruder ist gestorben. So, los.
Vor allem, wir kommen ja praktisch in der Welt gar nicht weit ohne unseren Bruder. Die Sprünge haben wir sonst immer zusammen gemacht hier. Sei mutig, das schaffst du. Okay, die Flasche hat er. Los. Er macht's nicht, er macht's nicht. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Ah! Wo kann ich hin? Er muss doch durchs Wasser. Ach Junge. Müssen wir wieder zurück? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie kommen wir nicht zurück? Was muss ich tun? Was? Moment. Ich drück mal kurz die Schultertaste für unseren Bruder, der gestorben ist. Oh Gott, wie süß. Er hat's geschafft. Sich überwunden. Ja, dooferweise schafft man das ja auch nicht alleine, oder? Irgendwie. Schau, das schaffst du auch mit deinem Bruder zusammen. Los! Super. Na gut, da brauch. Ach so. Los und spring! Ja, super! Super! Tu es für deinen Vater. Er lebt aber noch, er bewegt sich. Hey! Ati! Ati! Daba! Abi! Henno, Henno! Auch noch. Okay. Cool.
Jetzt können wir unseren Bruder nicht mehr benutzen. Gar nicht mehr. Und jetzt schauen wir mal, wie es unserem Vater geht, würde ich sagen. Ich glaube, das wird immer ein etwas längerer Part. Je nachdem, wie lange das hier noch dauert, ist vielleicht nochmal ein kleiner Cut drin. Das weiß ich noch nicht, aber... Ist das hier unser Haus? Ach, da oben ist er, da oben. Wow. Also, mir fehlen da jetzt auch ein bisschen die Worte, ehrlich gesagt. Ich mag da gar nicht viel zu sagen, außer es ist ein unfassbar super geiles Spiel gewesen. Von der Story her einfach krass. Und von diesen Gefühlen und den Sachen, die es übermittelt, also Zusammenhalt und so weiter, fand ich schon echt unfassbar beeindruckend. Ich fand es auch ehrlich gesagt gut, dass es kein so gutes Ende gefunden hat. Ich finde es zwar traurig, aber es ist irgendwie auch schön, weil es mal halt was anderes ist. Ansonsten, steuerungstechnisch ist es echt mal was ganz Innovatives, mal was ganz anderes, und ich würde euch empfehlen, ganz wirklich, es kostet ja nur 13 Euro, so gesehen. Wenn ihr einen Xbox-Controller habt, dann kauft euch das Spiel und spielt selber. Also, es ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, das selber zu spielen, von der Steuerung, wie das alles zusammenspielt, als dann nur zuzugucken. Ich glaube, da kommt es überhaupt nicht so rüber, dass man wirklich, so gesehen, mit beiden Händen zusammenarbeiten muss. Also jede Hand ist halt ein Bruder. Das hört sich irgendwie komisch an, aber ist egal. Dass man wirklich mit beiden Händen zusammenarbeiten muss, damit es im Endeffekt funktioniert. Und das ist einfach eine Sache, die extrem gut rübergebracht wurde, fand ich. Und ich weiß nicht, was ich da noch zu sagen soll. Also echt richtig geil. Das gehört jetzt auf jeden Fall zu den Lieblingsspielen von mir, neben Portal 2. Also sowas Cooles, also so eine gute Story gab es schon echt extrem lange nicht mehr. Vor allem in so einem kleinen, kompakten Spiel. Und ich habe es jetzt innerhalb von 2 Tagen durchgespielt, weil ich gar nicht die Pause dazwischen ausgehalten habe. Und ja, ich weiß nicht, wir gucken jetzt hier noch den Abspann zusammen an. Mit dieser coolen Musik, die jetzt weg ist natürlich, jetzt wo ich es erwähne, ist keine Musik mehr, super. Was ich auch gut finde, mal ein Abspann ohne Musik. Stille. Wird man allein gelassen mit der Trauer. So, und jetzt mal hier Hände auf den Tisch. Seid mal ehrlich, wer von euch hat geweint?
schreibt es in die Kommentare, wer von euch hat geweint, beziehungsweise wer von euch war kurz davor. Also ich, mir sind tatsächlich ein paar Tränen runtergekullert, aber bei mir geht es auch relativ schnell, wenn es um sowas geht. Fand ich schon cool. So. Powered by der Unreal Engine. Was für ein schöner denglischer Satz. Und DTS. Ach, guck mal. Surround Sound. Hat man auch gemerkt. Wir haben viele Freunde kennengelernt. Vielen davon konnten wir helfen. Wie zum Beispiel den Goblin oder was auch immer das war. Oder dem Typen, der sich erhängen wollte. Oder diesem Vogelvieh, was ja im Endeffekt doch wieder da war. Ich weiß nicht, ob es nicht ganz tot war und wieder zum Leben erwacht ist oder ob es einfach nur ein Verwandter von diesem Vogel war. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich es sehr schön. Und ich finde es wirklich gerade cool, dass keine Musik läuft. Das finde ich sehr, das ist auch irgendwie noch bedrückender als mit Musik. Und ich glaube, das war's jetzt. Jetzt sollten wir bestimmt ins Hauptmenü kommen. Oder kommt noch was? Das Laden ist immer eine Sache, die anzeigt, dass was kommt. Lassen wir mal laden, ne? Vielleicht haben wir auch ein neues Hauptmenü, theoretisch. Nö. Ach, da hätte ich jetzt aber mit gerechnet, dass wir wenigstens da jetzt beide stehen hätten, haben und beide Grabsteine. Ja, mein Gott. Also, wie gesagt, kauft euch das Spiel selber, spielt selber, es ist nochmal eine ganze Nummer geiler. Ich verabschiede mich von diesem Let's Play, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in einem neuen Let's Play, hoffe ich. Und, ciao.